Guten Morgen, Walter. Hallo, Jan. Hey, fahrt ihr nicht in die verkehrte Richtung? Nein, wir haben schon eine Menge getan. Ich wollte noch mal nach den Kühen sehen, bevor wir nach Haus zum Frühstücken fahren. Gut. Und was kann ich für dich tun? Nichts, vielen Dank. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Oh, das ist ja nett. Aber vielleicht doch tanken? Oder ein Tröpfchen Öl? Naja, wenn du mich so fragst, könntest du vielleicht doch beim kleinen roten Traktor etwas Kühlwasser nachfüllen. Naja, siehst du, immerhin etwas. Also gut, großer Blauer. Jetzt werden wir einen schönen neuen Ententeich anlegen. Ganz langsam. Sehr gut. Eine letzte Ladung noch und dann heben wir es schön tief für die Entenküken aus. Hm? So, das war's. Ein aufgefüllter Traktor. Danke, Walter. Und jetzt lassen wir dich weitermachen. Bis bald. Ja klar, bis später dann. Und wieder ein zufriedener Kunde, Schleppi. Das ist seltsam. Nikola, hast du das Wasser abgedreht? Stoß ihn mal mit dem Paddel an. Das wäre aber nicht nett. Dann mache ich es eben. Nein, Max. Stumpi! Stumpi! Oh, mein Hut! Oh, nun macht schon ihr zwei, legt man Schlag zu. Wir erreichen das Ufer nie, wenn ihr nicht rudert. Aber Stumpi, wir können sowieso nicht ans Ufer rudern. Wir haben nämlich kein Wasser. Kein Wasser? Wo ist denn das Wasser hin? Es ist verschwunden, Stumpi. Wir sitzen auf dem Trockenen. Also ihr bleibt da ruhig sitzen und ich werde Hilfe holen. Entschuldigt, Mädels. Ihr habt ja keinen Tropfen Wasser mehr. Oh. Wieso funktioniert das nicht? Ich möchte wissen, ob die Nachbarn auch Probleme mit dem Wasser haben. Oh, das ist gar nicht gut. Ich steche hier fest. Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Oh, keine Ahnung, Emma, Schatz. Wir beide könnten es doch mal versuchen. Wir sind viel leichter als Stumpi. Kommt nicht in Frage. Was ist, wenn ihr beide auch versinkt? Ja, vielleicht hast du recht. Ich glaube, ich habe da eine gute Idee. Hier kommt auch kein Wasser mehr. Tja, ich möchte mal wissen, wo Herr Junker ist. Lass uns noch mal zurück zur Werkstatt. Vielleicht hat Walter ihn gesehen. Warte mal, das hört sich nach dem großen Blauen an. Sie müssen auf dem hinteren Feld sein. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Manchmal, Stumpi, glaube ich, dass du nichts unter deinem Hut hast. Geschafft! Gut gemacht, Kinder! Wir gehen jetzt und holen Hilfe. Geht zu Herrn Junker, der wohnt am nächsten. Und beeilt euch, ich sinke immer tiefer. Wunderbar. Stabil wie eh. Oh, was haben Sie denn da gemacht? Was? Ach ja, wir waren sehr fleißig. Wir haben schwer geschuftet, um einen Damm zu bauen. Sie haben den Fluss gestaut. Fluss? Das war noch nie ein richtiger Fluss. Ich lege hier einen entzückenden Ententeich an und es wird nicht lange dauern, bis sich die ersten Wildenten hier niederlassen. Wer kann schon so einem Prachtteich widerstehen? Aber Sie verhindern dadurch, dass das Wasser zu meinem Hof fließen kann. Na und wenn schon. Sie können von mir Wasser haben. Ich habe genug davon. Sie haben auf Ihrem Hof auch kein Wasser mehr. Was? Oh, unmöglich. Jan! Jan! Stumpi steckt fest. Er versinkt im Schlamm. Das Boot sitzt auch fest. Der Fluss ist ausgetrocknet. Stumpi braucht Hilfe. Beruhigt euch. Langsam, ganz langsam. Der Fluss ist ausgetrocknet. Das Boot steckt im Schlamm fest. Und Stumpi steckt auch im Schlamm fest. Und er sinkt immer tiefer. Ui. Kommt, ihr zwei, springt drauf auf den Hänger. Jan, Sie sollten sich beeilen. Dieser Damm, sehen Sie, er ist nicht so stabil, wie ich dachte. Kommt schnell, fahren wir. Oh, sieht aus, als hätten wir wieder einmal großen Mist gebaut. Beeil dich, Jan! Ich sinke immer tiefer! Keine Angst, Stumpi, wir holen dich da schon raus. Stimmt's, kleiner roter Traktor?
Also, fang das Seil, wenn ich es dir zuwerfe. Du hast es gleich, Stumpi. Ich schaffe es nicht. Je mehr ich mich bewege, desto tiefer sinke ich. Lass es uns noch mal versuchen. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Und ich wette, wenn Stumpi weggespült wird, werden sie mir am Ende die Schuld dafür geben. Ich hab's. Komm, großer Blauer. Wir werden diesen Tag noch retten. Wir werden die Helden sein. Hoffentlich funktioniert das. Mach schon, Jan! Ja! Geschafft, Jan! Du hast mich! Bist du soweit, Stumpi? Ja, ich bin soweit! Okay, kleiner roter Traktor. Wir müssen jetzt ganz besonders vorsichtig sein, ja? Sachte, Jan! So ist es gut, Junge. Ganz, ganz langsam. Oh, das Seil schnürt mich ganz schön ein. Kannst du dich schon besser bewegen, Stumpi? Oh nein, ich werd nur immer länger. Oh. Sehr gut gemacht, kleiner roter Traktor. Oh, noch einmal davongekommen. Oh, nein, meine Schuhe sind weg. Na ja, Hauptsache, dir geht's gut. Es wird alles gut, es wird alles gut. Wir sind da. Also, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir brauchen ein Seil und, Stumpi, es sieht nicht so aus, als würden Sie in großer Gefahr schweben. Ich war in großer Gefahr, aber ich wurde gerettet. Wir haben ihn zusammen gerettet. Zuerst einmal mussten sich Emma und ich selber retten. Also ist niemand mehr da, den ich retten könnte? Ich fürchte nicht. Sie kommen ein bisschen spät. Tja, was mich verwirrt ist, wie konnte ich da überhaupt stecken bleiben? Ich meine, wo ist der Fluss hin? Herr Junker, ich glaube, das können Sie ihm am besten erklären. Ja, sicher. Also, sehen Sie, ich wollte einen Teich anlegen für die kleinen Entenküken. Und dafür habe ich dann... ich habe den Fluss gestaut. Den Fluss gestaut? Sie haben den Fluss... Was Dämlicheres kann man ja wohl nicht... Ich hab's doch für die Entenküken getan. Diese süßen kleinen Küken. Jetzt ist unser Boot untergegangen. Jetzt können wir nie mehr zum Meer rudern. Das ist richtig. Nicht ohne Boot. Herr Junker? Haben Sie nicht ein Boot? Ein Boot? Nein, das ist schon mehr eine Yacht mit einem Mast und all sowas. Ich verstehe. Ich glaube, ich habe begriffen, was Sie meinen. Hören Sie, wollen wir nicht alle mal zusammen rausfahren und einen Nachmittag auf meiner Yacht genießen? Das ist irgendwie was anderes. Tja, ich könnte euer Boot ja auch später wieder da rausziehen. Was meint ihr dazu? Ja, toll! Na los, Stumpi, kommen Sie auf die Beine. Wo sind denn überhaupt Ihre Schuhe? Meine Schuhe? Die stecken im Schlamm fest und das verdanke ich Ihnen. Na gut, wir könnten ja unterwegs bei dem großen Schuhladen halten und Ihnen ein neues Paar Schuhe kaufen. Abgemacht! Und ein erholsamer Nachmittag an Bord wäre mir auch recht nach all den Aufregungen. Ohohoho, ich krieg neue Schuhe. Habt ihr Füße das gehört? Oh, danke, Jan. Und danke, kleiner roter Traktor. Das haben wir doch wirklich gern gemacht. Puh, ohne euch wäre ich da wohl erledigt gewesen. Ihr zwei seid und bleibt die Besten. Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor, los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor, los geht's! Pass auf, Flecki. Ich muss den hier erstmal rausstellen, damit ich die Scheune aufräumen kann. Die wird ganz toll aussehen, wenn sie fertig ist. Ja, besonders wenn wir sie noch angestrichen haben. Vielleicht hat Jan ja noch rote Farbe. Dann sieht sie aus wie der kleine rote Traktor.
Entschuldige, alter Junge, ich muss dich schon wieder wegscheuchen. Wenn wir dann die Decke von Flecki da reinlegen, wird das richtig gemütlich da drin haben. Hallo, Flecki. Du musst noch ein ganz kleines bisschen warten. Es dauert aber nicht mehr lange, Flecki. Ich glaube, Flecki sucht ein Plätzchen, wo er endlich mal ruhig liegen kann. Im Moment haben wir ihm wohl alle seine Lieblingsplätze genommen. Wir sind gleich fertig, Jan. Dann hat er seine eigene Hundehütte. Hey, ich muss sagen, die sieht ja wirklich richtig gut aus. Und wir wollen sie auch noch anmalen. Hast du noch Farbe für uns, Jan? Nein, tut mir leid. Aber ich kenne jemanden, der welche hat. Lasst uns doch jetzt alle zusammen zu Walters Werkstatt fahren. Ja! Dabididum, ich hab einen uralten Wagen. Dabididu, dabididab. Er bleibt immer liegen und das liegt mir im Magen. Dabididu, dabididu. Ach komm schon, ich hab doch nur Spaß gemacht. Was soll das? Oh nein. Oh, halt an, halt an. Die Bremse. Oh, oh nein, 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 nein. Das war knapp. Also, wenn du jetzt genau hier stehen bleibst, dann verspreche ich dir, nie mehr so etwas zu singen. Einverstanden? Heißt das, du nimmst das Angebot an? Gut. Seid ihr zwei soweit? Ja! Und jetzt alle zusammen. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's! Ja! Das ist gar nicht gut. Wir brauchen dringend Hilfe. Tja, Jan wohnt wohl am nächsten, wenn ich über das Feld abkürze. Ja, genau. Es dauert nicht lange. Bleib ruhig, okay? Habt ihr einen Eimer mit roter Farbe? Ich hoffe, es ist noch genug drin für eure Hundehütte. Toll! Danke, Nicola. Kein Problem. Was kriegst du dafür? Oh, was soll ich für einen halbvollen Eimer mit roter Farbe berechnen? Tja, sagen wir, gar nichts? Gar nichts? Also, wenn das nichts ist. Tja, ich muss jetzt zu meinem Frühjahrsputz zurück. Oh ja, das mache ich auch gerade. Also dann, macht's gut. Bis bald! Oh, was ist denn passiert? So, das war's. Eine schöne, aufgeräumte Scheune für dich, kleiner roter Traktor. Wie weit seid ihr zwei? Wir sind fast fertig. So. Ich muss sagen, das habt ihr prima hingekriegt. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, was der neue Besitzer dazu sagt. Ja, wo ist er? So wie ich Flecki kenne, hat er sich irgendwo hingelegt und schläft. Flecki! 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 Flecki? Nein, ich bin's. Walter, Flecki ist kleiner und haariger. Sag mal, hast du vielleicht, Jan! Walter, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ein Problem mit dem Wagen. Du bist doch nicht schon wieder liegen geblieben. Nein, nicht direkt. Rosti ist mir, er hängt über einem Abgrund. Kannst du uns helfen? Er hängt über einem Abgrund? Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Steigt alle schnell hinten auf. Komm, kleiner roter Traktor. Rosti braucht unsere Hilfe.
durch, altes Mädchen. Also, fangen wir an. Ich habe das Abschleppseil festgemacht. Gut. Mach das andere Ende am kleinen roten Traktor fest. Ja, ist gut. Sofort. Walter hat großes Glück gehabt. Ja. Ich möchte mal wissen, wie tief es hier runtergeht. Oh, passt bloß auf, ihr zwei. Ich habe nur mal runtergeguckt. Mach das nicht. Bleib da weg, das ist zu gefährlich. Gut. Los geht's, kleiner roter Traktor. Und schön langsam. Los, kleiner roter Traktor, du schaffst das. Geschafft. Oh, danke, ihr beiden. Hey, das klingt wie... Flecky! Flecky? Nein, das kann nicht sein. So weit wird er nie weglaufen. Flecky! Oh, Mann. Oh, je. Hab keine Angst, Flecky. Wir retten dich. Ja, bleib ganz ruhig. Wir werden dich... Aber wie soll denn das gehen? Flecky, alles in Ordnung? Ich glaube schon, aber wir müssen uns beeilen. Dieser Felsvorsprung, auf dem er steht, sieht nicht sicher aus. Gut, ich glaube, das wird lang genug sein. Halt durch, Flecky! Wir brauchen etwas, woraus wir eine Schlinge machen können. Also, ich weiß nicht. Das ist alles ein bisschen viel für mich. Perfekt. Mein Taschentuch. Genau, Flecky. Bleib ganz ruhig in der Schlinge drin. Gut. Halt jetzt das Seil fest, bis es gespannt ist. Okay, mache ich. Schön langsam, kleiner roter Traktor. Ganz ruhig, Flecky. Ganz ruhig, Walter. Ah, ist gut so, Jan. Weiter. Halt! Ein kleines Stück zurück. Haben wir dich, Kerlchen. Gesund und munter. Alles in Ordnung, Junge? Armer Flecky. Eigentlich wollte er endlich nur irgendwo mal seine Ruhe haben. Wir sind mit deiner Hundehütte fertig, Flecky. Da hast du es ruhig und gemütlich. Mann, was für ein Tag, Jan. Weißt du, Rosti und Flecky wären ohne dich und den kleinen roten Traktor aufgeschmissen gewesen. Das hört sich an wie Dankeschön. Danke, kleiner roter Traktor. Ich hoffe, es funktioniert, kleiner roter Traktor. Denn das würde die schwere Knochenarbeit beim Kartoffelnpflanzen wesentlich erleichtern. Hallo! Hallo, Jan. Was machst du denn da? Hallo, ihr zwei. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich zeig euch mal was. Bist du bereit, kleiner roter Traktor? Aber warum lässt du denn all die Kartoffeln hier auf den Hof fallen? Das war nur zur Probe. Später fahren wir zusammen aufs Feld. Und dann fallen die Kartoffeln in die Furchen, die wir gepflügt haben. Das ist aber wirklich sehr schlau. Jan? Ja? Diese Kartoffeln sehen irgendwie komisch aus. Das sind Saatkartoffeln zum Pflanzen. Die kann man doch nicht essen. Noch nicht. Aber es dauert nicht lange, dann wachsen aus ihnen Kartoffeln, die man essen kann. Kann man mit denen auch drucken? Was? Drucken? Mama wollte uns zeigen, wie man mit Kartoffeln drucken kann. Aber sie hatte keine Kartoffeln mehr. Ich weiß nicht genau, was ihr meint. Aber nehmt ihr doch einfach ein paar mit. Danke, Jan. Danke. Bis bald. Ja, bis nachher. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's. Wir werden jetzt Kartoffeln pflanzen.
Tja! Komm schon, ist das wirklich dein bester Aufschlag? Huisch! Guten Morgen, Herr Junker. Ich mache gerade ein paar Übungen. Sie auch, wie ich sehe. Na ja, ich probiere gerade meine neue Tennismaschine aus. Das geht so. Huisch! Es wird nicht lange dauern, dann gehöre ich im Tennisclub zu den Besten. Ich hatte nie viel für Tennis übrig. Ich lauf lieber, bin dafür geboren. Das erinnert mich an Krämpfe. Ich muss weiter, die Muskeln dürfen nicht abkühlen. Krampfgefahr, immer in Bewegung bleiben. Gut. Muss weiterlaufen. Vielleicht sollte ich auch weiterarbeiten. Ach, wenn es doch einen einfacheren Weg gäbe, Kartoffeln zu pflanzen. Hey! Das ist es. Ich glaube, ich habe da eine wunderbare Idee. So ist es gut, kleiner roter Traktor. Immer schön langsam. So geht es ja wie im Handumdrehen. Auf die Art sind wir noch vor dem Mittagessen fertig. Was in aller Welt? Eine Kartoffel? Schönen guten Tag, Michael. Ah, hallo, Stumpi. Sieht aus, als wäre dir dasselbe passiert wie mir, von der Kartoffel getroffen. Eine Kartoffel? Die sieht ja komisch aus. Das ist mal wieder typisch. Kaum haben wir den Auftrag, einen liegen gebliebenen Wagen abzuschleppen, haben wir einen Platten. Keine Angst, mein Junge. Das haben wir gleich wieder im Griff. Was war das? Eine Kartoffel. Eine Kartoffel? Ja, eine Kartoffel. Kartoffel. Ich weiß, was eine Kartoffel ist, Paps. Ich bin nur überrascht, dass jemand damit nach uns wirft. Du meinst, wir werden angegriffen? Wir werden angegriffen. Geh in Deckung. Aber Paps, ich muss doch... Ich komme. Hallo, was ist denn hier los? Kartoffeln. Hä? Kartoffeln, Jan. Irgendjemand wirft mit Kartoffeln nach uns. Das sind Saatkartoffeln. Ich sagte schon, die sehen komisch aus. Von denen habe ich Max und Emma welche gegeben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit nach Leuten werfen. Das machen meine Kinder nicht. Nein, aber vielleicht wissen sie, woher die gekommen sind. Komm, kleiner roter Traktor, wir fragen sie. Also, bis später. Bis dann. Noch immer nicht ganz richtig. So geht's. Oh ja, jetzt habe ich den Dreh raus. Wollen wir es doch gleich mal mit denen hier versuchen. Noch nicht ganz. Hallo, Jan. Hey, mein Bild. Ich wollte gerade mal fragen, ob ihr was über diese herumfliegenden Kartoffeln wisst. Aber anscheinend wisst ihr das auch nicht. Kommen die denn bloß her? Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir gehen besser rein. Hier draußen wird's mir zu gefährlich. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's. Wir müssen rausfinden, was hier vor sich geht. So, fast fertig. Hast du gut gemacht, Nicola. Ich hab noch nicht vergessen, wie's geht. Nur noch eine Sekunde, dann sitzt er wieder richtig fest. Ich glaub's nicht. Wir werden mit Kartoffeln beworfen. Jemand greift uns an. Immer noch nicht ganz richtig. Hey, was ist? Da werfen verrückte Kartoffeln nach mir. Hey, ich werde angegriffen. Hey, ein Ass! Ich würde an deiner Stelle in Deckung gehen. Nicola und ich werden angegriffen. Also, wenn es dich tröstet, hier werden alle angegriffen, nicht nur deine Werkstatt. Es fliegen überall Kartoffeln durch den Ort. Gut ausgewichen, kleiner roter Traktor. So, jetzt reicht es. Wir werden der Sache mal auf den Grund gehen. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Und fertig. Gut gemacht, Nicola. Ich fahr zu dem liegen gebliebenen Wagen. Ich halte die Stellung hier. Den hab ich. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Das war knapp. Ich frag mich, was da wohl dahinter steckt. Wo ist Herr Junker? Herr Junker? Jan?
Was machen Sie da? Ich versteck mich natürlich. Irgend so ein Verrückter bewirft mich mit Kartoffeln. Ich glaube, dieser Verrückte sind Sie selbst, Herr Junker. Was? Dieses Ding hier. Ah, Sie meinen meine Saatkartoffelwurfmaschine? Die erspart mir die anstrengende Arbeit, Kartoffeln zu pflanzen, verstehen Sie? Aber anscheinend schießt Ihre Maschine diese Kartoffeln durch den ganzen Ort. Dort herrscht ein Chaos. Autsch! Haben Sie das gesehen? Das ist Walter. Er verteidigt seine Werkstatt. Er schlägt die Kartoffeln mit einem Tennisschläger zurück. Er weiß ja nicht, dass die Dinger von Ihnen kommen. Oh, das heißt also, dass es alles meine Schuld ist? Ja. Ich glaube, das war ein bisschen dämlich von mir. Ich wollte mir nur die Arbeit beim Kartoffelpflanzen ein bisschen erleichtern. Wir sind damit schon fertig, also könnten der kleine rote Traktor und ich Ihnen helfen. Sie würden mir helfen? Na klar. Unter zwei Bedingungen. Jede. Sie müssen Ihre Kartoffeln in unsere Maschine füllen. Aber natürlich, ich mache alles, was Sie wollen. Sie müssen es nur sagen. Und Sie müssen rumgehen und jedem Einzelnen erzählen, dass Sie heute für die rumfliegenden Kartoffeln verantwortlich waren. Oh, ach, muss ich das wirklich? Ja, oder wir helfen Ihnen nicht. In Ordnung. Herr Junker, mehr Kartoffeln bitte. Ach, das ist doch lächerlich. Warum muss ich die ganze schwere Arbeit machen? Beeilen Sie sich, Herr Junker. Strengen Sie sich an. Die Kartoffeln pflanzen sich nicht von allein. Ich sag dir was, kleiner roter Traktor. Kartoffeln pflanzen war noch nie zuvor so leicht. Oh, mein Rücken. Sehr gut, kleiner roter Traktor. Zieh sie langsam raus. Wow, was ist denn das, Onkel Walter? Naja, das ist Jans alte Zugmaschine. Und heute werden wir sie endlich zum Laufen bringen. Das ist cool. Oh ja? Dann spitz mal deine Ohren und hör zu, wie es richtig abgeht. Nein, ich hab damit die Zugmaschine gemeint. Die ist cool. Und sie wiegt coole 10 Tonnen, Leo. Sie wurde so konstruiert, dass sie sehr schwere Lasten ziehen konnte. Vielleicht schafft sie es auch, uns alle zu Herrn Junkers Grillfest zu ziehen. Oh ja, das Grillfest hätte ich ja fast vergessen. Also, diese Maschine wird überhaupt nicht ziehen, bevor wir sie nicht zum Laufen bringen. Also los, Jan. Zuerst einmal müssen wir den Dampfkessel aufheizen. Den Dampfkessel? Ja, dieses Ding läuft nicht mit Diesel, sondern es wird mit Dampf betrieben. Irre! Um wie viel Uhr kommen denn die Leute, Onkel Jasper? Tja, ich nehme an, sie werden so gegen 5 Uhr hier sein. Aber das ergibt nicht allzu viel Sinn, wenn ich nicht bis dahin dieses verflixte Ding zusammengebaut kriege. Wie soll nur jemand ohne technisches Studium diese Aufgabe jemals bewältigen können? Also, ich weiß wirklich nicht. Wo ist die Gebrauchsanweisung? Hier ist sie, Onkel Jasper. Oh, das ist, die ist doch vollkommen unverständlich! Also so rum. Na gut, hier steht, dass es vollkommen problemlos ist. Das ist doch lächerlich. Hier steht, dass es so einfach ist, dass es sogar 5-jährige Kinder zusammenbauen können. Guck mich nicht so an, Onkel Jasper. Ich bin 8. Also, Oh, sieh dir das an. Was soll ich denn bloß machen mit diesem dämlichen Ding? Ich werde es schaffen, ich werde es schaffen. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Aber Onkel Jasper, es werden doch gleich alle zum Grillen hier sein. Ja, Thomas, das weiß ich. Oh, es dreht sich die Windmühle schnell im Wind. Das Korn ist gemahlen zu Mehl geschwind. Aus dem Mehl wird ein leckeres Brot gemacht.
und all unsere Nachbarn. Was machst du denn hier? Bloß für einen Lärm. Entschuldige, Elsie, ich repariere Flitzers Auspuff. Den Lärm habe ich nicht damit gemeint, Stumpi. Ich habe dein fürchterliches Gekrächze gemeint. Du meinst meinen Gesang? Oh, so nennt man das jetzt also. Gut, du kannst den ganzen Weg bis zu Herrn Junker singen. Ich habe Kuchen für das Grillfest gebacken und ich möchte, dass du ihn dorthin bringst. Okay, Elsie, sobald ich mit diesem Ding hier fertig bin. Oh, entschuldige, Flitzer. Oh, es dreht sich die Windmühle schnell. Stumpi? Sie will einfach nicht. Es ist doch genügend Dampf da, aber sie läuft trotzdem nicht. Der Druck ist in Ordnung, Jan. Rührt sich noch immer nichts? Nein, noch nichts. Ich werde mal einen Blick darunter werfen, mal sehen, ob irgendwelche Leitungen nicht in Ordnung sind. Hat schon jemand die Ventile überprüft? Ja. Tja, wer sagt's denn? Na klasse, Nikola. Was hast du gemacht? Gar nichts. Das war ich, Jan. Einiges verlernt man eben nie. Ein kräftiger Schlag wirkt manchmal Jan? Wunder. Jan! Ich kann sie nicht mehr anhalten. Ich komme, Nikola. Nikola, bring ab. Kann ich nicht. Sie würde ganz Fletcherbach niederwalzen. Überlass das mir und dem kleinen roten Traktor. Keine Angst, wir holen sie schon wieder ein. Und dann wird uns schon irgendwas einfallen. Oh, es war doch eigentlich gar nicht so schlimm. Bist du ganz sicher, dass dieses Ding auch wirklich so aussehen soll? Es sieht ein bisschen eigenwillig aus, aber ich bin sicher, es wird funktionieren. Und jetzt lass es uns anzünden. Onkel Jasper! Nur noch das Gas aufdrehen. Ich glaube, das ist keine so gute... Und anzünden. Idee. Onkel Jasper, fällt das Grillfest jetzt aus? Tja, ich glaube schon. Walter verkauft doch in seinem Laden diese Einweg-Grillapparate. Eine gute Idee, Thomas. Natürlich, genau so einen nehmen wir. Vergessen wir dieses neumodische Schrottding. Wir werden uns jetzt so einen altbewährten Grill besorgen. Schaffst du es? Nein! Man kann sie einfach nicht zum Stoppen bringen. Keine Sorge, Nikola. Ich öffne das Tor. Komm, kleiner roter Traktor. Das war knapp. Oh, es dreht sich die Windmühle schnell im Wind. Das Korn ist gemahlen. Stumpi, pass auf! Im Wind. Nikola, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, ist nichts passiert. Aber du musst unbedingt diese Zugmaschine stoppen. Sie fährt direkt auf das Haus von Herrn Junker zu. Himmel, schnell, kleiner roter Traktor. Was ist denn passiert? Ich muss sie irgendwie aufhalten. Ganz langsam, kleiner roter Traktor. Gut so. Und jetzt bremsen. So ist es gut. Du kannst sie halten. Der Ventildeckel, Nikola. Versuch das, was Walter gemacht hat. Großartig. Gut gemacht, Nikola. Tolle Leistung, kleiner roter Traktor. Ich glaube nicht, dass Herr Junker es so toll findet, wenn er sieht, was wir mit seinem Grill gemacht haben. Oh nein. Das müssen wir ihm wohl sehr schonend beibringen. Herr Junker? Herr Junker? Herr Junker? Ich glaube, er ist gar nicht da. Vielleicht besorgt er noch irgendetwas. Tja, in diesem Fall haben wir noch die Chance, was zu unternehmen, Jan. Ich glaube, wir schaffen es, dass das Ding wieder wie neu aussieht. Geschlossen. Warum denken alle immer nur an sich? Heute ist Sonntag, Onkel Jasper. Das mag ja sein, aber ich brauche einen Grill. Sonst kann ich doch nicht... Ach, was soll's, es hilft ja doch nichts. Also los, Thomas. Wir müssen allen sagen, dass das Grillfest ausfällt. Genau wie ich's gesagt habe. Niemand wird einen Unterschied sehen. Und jetzt haben wir noch eine klitzekleine Aufgabe, kleiner roter Traktor. Nikola, würdest du bitte noch mal die Zugmaschine steuern, wenn sie der kleine rote Traktor zum Gösselhof schleppt? Ja.
Sehr gut, kleiner roter Traktor. Es ist mir sehr unangenehm, allen zu erklären, dass die Grillparty ausfällt, Thomas. Ich weiß nicht, wie ich es anfange. Onkel Jasper, sieh mal! Wie in aller Welt. Das verstehe ich nicht. Kommt jetzt. Steigt alle auf und dann geht's los zum Grillfest. Einen tollen Grill haben Sie, Herr Junker. Ja, und es war ein Kinderspiel. Es heißt, es wäre unglaublich schwierig, aber wir haben ihn im Handumdrehen zusammengebaut. Ah, Stumpi und Elsie, schön, dass Sie da sind. Herr Junker hat mir erzählt, dieses Ding wäre kinderleicht zusammenzubauen. Naja, so kinderleicht nun auch wieder nicht. Man braucht natürlich ein gewisses technisches Verständnis und eine umfassende Sachkenntnis. Ach, so schlimm war es nicht, Herr Junker. Nein, überraschenderweise ging es wie von selbst. Das Ding war einfach, was? Sie meinen, Ich muss Ihnen was beichten, Herr Junker. Ich hatte vorhin, sagen wir mal, ein kleines Missgeschick mit Ihrem Grill. Aber ich hoffe, wir haben ihn wieder so hingekriegt, wie er war. Sie meinen, dass Sie ihn zusammengebaut haben? Das habt ihr toll gemacht, Jan. Als Onkel Jasper es versucht hat, hat nicht ein Teil zum anderen gepasst. Also, haben Sie ihn gar nicht zusammengebaut, Herr Junker? Nun, ich glaube, die Würstchen sind jetzt durch. Greifen Sie zu. Das Essen ist fertig. Oh, das sieht ja lecker aus. Grillen macht Spaß. Kann ich gleich zwei haben? Tja, es ist doch egal, wer den Grill zusammengebaut hat. Hauptsache, es liegen genügend leckere Sachen darauf. Hallo Jan, hallo kleiner roter Traktor. Hey, was hast du denn da? Das ist nur eine Kleinigkeit für Emma. Ist sie zu Hause? Ja, sie ist da. Aber ich glaube nicht, dass sie das trinken möchte. Das soll sie auch nicht trinken, Max. Das ist für ihre Zucchini. Und ich möchte, dass du noch sehr viel größer und stärker wirst. Wir wollen doch den Wettbewerb Wer hat die schönste Zucchini gewinnen. Ich habe gehört, mit den Pflanzen zu sprechen hilft beim Wachstum. Du unterhältst dich mit deiner Zucchini? Aber das hier hilft noch mehr, als mit ihnen zu sprechen. Das ist mein Spezial-Nutzpflanzendünger. Mein Vater hat mir gezeigt, wie man ihn macht. Toll! Danke, Jan. Hier, Moni. Sieh mal, was uns Jan mitgebracht hat. Moni? Psst, Mädchen sind komisch. Ah, dieses Jahr werden wir gewinnen, nicht wahr, meine Schöne? Pass auf! Wie soll ich gewinnen, wenn du mit deinem Skateboard meine Zucchini überfährst? Onkel Jasper. Ist schon gut, Thomas. Es ist ja nichts passiert. Der Zucchini darf nichts zustoßen. Eine erneute Niederlage würde ich nicht ertragen. Stumpi hat mir letztes Jahr beim Wettbewerb den ersten Preis weggeschnappt. Es war furchtbar, aber dieses Jahr, das weiß ich, wird ganz Plätscherbach von uns schwärmen. Ja. Mag sein. Hallo, Elsie. Ich hab Getreide für Stumpi. Ist er da? Oh, er ist hier irgendwo, Jan. Aber er wird dich gar nicht richtig wahrnehmen. Naja, das ist ja nichts Neues. Oh, Jan, er ist irgendwo da hinten und kümmert sich um seine Zucchini. Er hofft, dass er auch dieses Jahr den Preis gewinnt. Ich fürchte, das schaffe ich nicht. Nicht dieses Jahr. Die sieht aber doch wunderbar aus, Stumpi. Ich glaube auch, dass der gewonnen hätte. Aber irgendjemand hat sich an ihm vergriffen. Sieht aus, als wären die Vögel auf den Zucchini-Geschmack gekommen. Ach, mach dir nichts draus. Aber wir müssen noch ein bisschen üben, das hast du doch nicht vergessen. Oh ja, wir müssen üben. Üben, sagt ihr? Was müsst ihr denn üben? Ach, das wirst du schon sehen. Bis später. Ah, ausgezeichnet, Thomas. Ein bisschen Wasser wird ihm gut tun. Pass doch auf. Ach. Entschuldige, aber das war ganz schön schwer. Ach, aber es ist ja nichts passiert, dem Himmel sei Dank. Ah, Jan, wie geht es Ihnen? Ah, seien Sie vorsichtig! Was ist denn? Meine Zucchini. Ich hätte keine Chance, Stumpi zu schlagen, wenn Sie draufgetreten wären. Tut mir leid, aber Stumpis Zucchini kann sowieso nicht mehr gewinnen. Was? Wieso? Stumpis Zucchini ist nicht mehr im Wettbewerb. Sie wurde wahrscheinlich von Vögeln angepickt. Oh, je. Das ist ja ein Jammer. Armer Stumpi. Sieht so aus, Thomas, als hätten wir nun die besten Chancen zu gewinnen. Es sei denn, was ist, wenn sich diese Vögel auch meine Zucchini vornehmen? Oder was ist, wenn es gar keine Vögel waren? Wenn draußen ein Zucchini-Zerstörer frei herumläuft und die Zucchini fremder Leute kaputt macht? Danke für die Warnung, Jan, dass Sie sich den langen Weg machen, Deswegen bin ich nicht hier, Herr Junker. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass wir noch üben müssen.
Ihr müsst üben? Was denn üben? Also Jan und ich, wir... Das ist ein Geheimnis, nicht vergessen. Ja, ein Geheimnis. Aber du wirst es noch früh genug erfahren. Also Jan, lassen Sie uns proben, natürlich. Aber meine Zucchini. Ich möchte sie nicht der Wilke überlassen, dieses, der das mit Stumpi gemacht hat. Tja, warum stülpen Sie nicht einfach einen Karton darüber? Dann kommen die Vögel nicht ran. Aber wenn es keine Vögel sind? Wenn es doch der maskierte Zucchini-Zerstörer von Plätscherbach ist. Ein maskierter Zucchini-Zerstörer? Eine gute Idee, Jan. Ja, ich stülpe einen Karton drüber. Und ich werde jetzt weiter abholen. Bis nachher dann. Wiedersehen, Jan. Das noch ein bisschen festziehen und dann können wir starten. Meinst du, dass das so richtig ist? Letztes Mal hat's den halben Motor zerfetzt. Ja, aber da habe ich an der anderen Zündkerze gearbeitet. Hallo, Nicola. Ist Walter irgendwo? Beantwortet das deine Frage, Jan? Ich glaube, ja. Und ich dachte, diesmal klappt's. Tja, aber ich hab es dir doch gesagt. Schlauberger. Oh, hallo, Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Ich bin nur vorbeigekommen, um zu fragen, wie es aussieht mit einem klein wenig Üben. Oh ja, großartig. Ich hab's sowieso satt, an der Klapperkiste rumzubasteln. Ihr wollt üben? Ihr zwei macht doch nicht etwa beim Plätscherbach Amateurschultheater mit. Nein, nichts in der Art. Aber was übt ihr denn dann? Ihr werdet schon sehen. Jedenfalls, wenn ihr zum Wettbewerb kommt. Oh, das werden wir uns doch im Leben nicht entgehen lassen. Also, großer Blauer, das hast du wirklich fabelhaft gemacht. Die Probe verlief traumhaft und morgen, so etwas hat Plätscherbach bisher noch nie gesehen. Oh, meine Zucchini, die hätte ich fast vergessen. So, ein bisschen frische Luft für dich. Gute Nacht. Bis morgen früh und dann der erste Preis. Ja. Oh, vielleicht gibt's hier doch einen Zucchini-Zerstörer. So, keine Angst, meine Schöne. Dir kann nichts passieren, wenn ich dich hier im Auge behalte. Nur nicht Zerstörung. Ich mach den ersten Preis. Ich hab die größte Zucchini. Ich möchte ein Käsebrot. Ich freue mich, dass alle hier sind, wenn ich meinen ersten Preis bekomme. Die größte Zucchini. Und der Zerstörer. Entschuldigen Sie, meine Damen. Nein, er darf nicht Fahrrad fahren! Also Stumpi meinte, es wären Vögel, richtig? Nun, erzählen Sie mir mal, wie das ein Vogel schaffen könnte. Nein, das waren ganz bestimmt keine Vögel. Das sieht aus, als ob da jemand draufgetrampelt wäre. Ganz genau. Das war der Zucchini-Zerstörer von Plätscherbach. Und damit nicht genug. Er hat mir einen von meinen Schuhen gestohlen. Wenn ich den jemals in die Finger kriege, dann würde ich nicht zögern, den... Es gibt sicher keinen Grund zum Lachen. Hier hat jemand einen gemeinen Anschlag auf meine Zucchini verübt. Ja, und der sitzt genau da. Was? Was fällt Ihnen? So was Dummes. Hören Sie, sehen Sie diese Fußabdrücke? Und all diese Brotkrumen? Und Ihren Schuh? Sie meinen, ich war es selbst? Sie müssen im Schlaf gewandelt sein, Herr Junker. Oh, im Schlaf gewandelt, nicht schon wieder. Käse vorm Schlafengehen essen soll komische Träume geben. Oh, ich wusste es, dieses Käsebrot zu essen war ein Fehler. Ach, kommen Sie Kopf hoch. Dann klappt's eben nächstes Jahr. Und außerdem halten wir ja noch für alle eine kleine Überraschung bereit, ja? Ja, das ist richtig. Was würde ein Schauspieler in diesem Fall sagen? Auf der Bühne geht es immer weiter. Gute Einstellung. Komm, kleiner roter Traktor. Zeigen wir allen mal, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind. Und nun, meine Damen und Herren und liebe Kinder, nun kommen wir zur Hauptattraktion des diesjährigen Plätscherbach-Wettbewerbs. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich verzaubern von der waghalsigen Darbietung des Plätscherbach-Kraftfahrzeugballetts. Toll! Los geht's, kleiner roter Traktor! Ja! Oh, Stumpi! Ich trau mich gar nicht, dahin zu gucken. Aha! Also das haben Sie in letzter Zeit geübt.
Oh, das war aber wirklich haarscharf. Wahnsinn. Klasse, Onkel Jasper. Du bist der Größte. Oh, wow, toll. Ich bin begeistert. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Du bist wunderbar. Das ist er ganz bestimmt, Jan. Und unsere Vorführung hat mich echt davon abgelenkt, dass ich dieses Jahr nicht den ersten Preis geholt habe. Haben Sie schon gehört, wer gewonnen hat? Das war ich. Ich und Moni. Moni? Ja, mit einem bisschen Hilfe von Jan und dem Dünger von seinem Papst. Das hast du ganz allein geschafft. Gut gemacht, Emma. Ja, wirklich gut gemacht. Aber im nächsten Jahr musst du gegen mich antreten. Macht ihr eure Vorstellung nächstes Jahr nochmal? Was meinst du, kleiner roter Traktor? Das hört sich wie ein klares Ja an. Ah, Jan, guten Morgen. Sie bringen ein paar Sachen zum Verkauf? Ja, aber wie ich sehe, haben Sie hier schon eine ganze Menge. Man kann nie genug haben, Jan. Stumpi sagte, er hätte noch so einige Brettspiele, die ich haben könnte. Und die Tormanns bringen mir auch noch einigen Trödel vorbei. Gartenzwerge waren's. Na, das ist toll, nicht wahr? Aber die Sachen müssten abgeholt werden und ich, na ja, und wie Sie sehen können, bin ich total beschäftigt. Okay, dann mach ich das. Jan, Sie sind ein wahres Himmelsgeschenk. Ich danke Ihnen vielmals. Ich hab langsam keine Lust mehr. Immer wenn ich denke, an dir ist alles heil, bleibst du wieder liegen. Ich bitte dich hiermit. Noch einmal. Bitte, fahr endlich. Ist alles in Ordnung, Walter? Oh, ja, alles läuft bestens. Danke. Du bist nicht zufällig mal wieder liegen geblieben? Nein. Ich bin Mechaniker, Jan. So ein simples Fahrzeug bringt mich nicht aus der Fassung. Ich wollte gerade die Reifen prüfen, weißt du? 3 und 4. Ja, stimmt doch genau. 4, siehst du wohl? Hm? Gut, dann lasse ich dich jetzt allein. Bis später dann. Also, du hast eine allerletzte Chance. Danke, Jan. Das erspart mir eine Fahrt. Kein Problem. Herr Junker verlegt seinen Flohmarkt bestimmt irgendwann mal in die Stadt. Ich habe noch nie so viel Kremskrams gesehen. Du kennst ihn. Was er macht, das macht er richtig. Gut, ich muss noch zum Rosenwinkel und dann kann ich mir vielleicht selbst mal den Flohmarkt ansehen. Bis bald. Mach's gut, Jan. Lass es uns versuchen. Nur einmal, dass du anspringst. Für mich. Du bist ja immer noch da, Walter. Nein, ich zähle gerade die Scheinwerfer, verstehst du? 1 und 2? Stimmt ja. Hab ich auch erwartet. Du bist sicher, dass es dir gut geht, Walter? Ich genieße die frische Landluft, Jan. Das ist alles. Aua! Oh, das hat wehgetan. Oh, jetzt reicht's mir. Endgültig. Ich hab die Nase voll von diesem blöden Wagen. Ich ruf Nicola an. Und dann werden wir dieses Wrack schnurstracks zum Schrottplatz schleppen, wo es ganz offensichtlich hingehört. Warte mal. Herr Junker macht bei sich doch einen Flohmarkt. Bringt ihn doch dahin. Irgendjemand wird schon Verwendung haben. Weißt du was? Das ist eine tolle Idee. Also, ich hab noch einen Auftrag, aber dann sehen wir uns da, ja? Ja, bis dann. Hallo, wie geht's, Emma? Ist der für den Flohmarkt? Ja, und ich hab noch 2. Hallo, Max. Dein Teddy soll doch nicht etwa auf dem Flohmarkt verkauft werden. Doch, das soll er. Du bist wirklich viel zu alt für einen Teddybär, Max. Aber er ist gar kein Teddybär. Er ist ein Superbär. Ich muss den Bär nicht unbedingt mitnehmen, Max. Nein, ist schon okay. Ich bin wirklich ein bisschen zu alt für ein Stofftier. Ich sorge dafür, dass er in gute Hände kommt, ja? Ich muss weiter, die Zeit läuft mir weg. Vielleicht sehen wir uns ja später auf dem Flohmarkt. Wiedersehen, Jan. Wiedersehen, Superbär. Den können Sie da aber nicht stehen lassen. Ich veranstalte einen Flohmarkt, Walter. Sehr richtig. Und nun haben Sie ein tolles Angebot. Ich habe mich entschieden, meinen Wagen zu verkaufen. Er könnte gutes Geld bringen, wenn Sie ihn irgendwo hinstellen, wo ihn jeder sehen kann. Nun, ich habe noch ein Plätzchen frei, und zwar da hinten. Ein Stück weiter weg, beim Silo. Wir kriegen Schleppi nie durch das Zeug dadurch.
Ich sag Ihnen was. Wir lassen ihn hier vorn stehen. Sie werden sehen. Die Menschen werden in Scharen kommen wegen dieses Schnäppchens. Aber ich... Nein, 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 nein. Sie müssen sich nicht bedanken. Sie würden dasselbe auch irgendwann einmal für mich tun. Also, Paps, das hier ist deine Sache. Ich muss jetzt zurück und arbeiten. Schon klar. Danke, Nicola. Aber es interessiert sich doch niemand ernsthaft für diesen Schrott. Das ist kein Schrott. Das ist ein wundervoller alter Wagen, der ein bisschen Zuwendung braucht. Und eine neue Tür. Hübsche Farbe, hm? Na, sind alle zufrieden? Ich bin erst zufrieden, wenn ich dieses Teil von hinten sehe. Wie viel kann ich für den nehmen, Jan? Sie wollen für diese Kiste auch noch Geld? Lass mich erst mal abladen, dann helfe ich dir, ein Preisschild zu malen. Wo soll ich's hinstellen? Die Zwerge zu den Gartensachen und die Spiele auf den Tisch da hinten. Und was haben Sie noch? Oh, was für ein niedlicher Teddybär. Na gut, das erinnert mich doch sehr an meine... Ja, wie auch immer, Teddybären zum Spielzeug, bitte. Okay, ich lass den Hänger erstmal in Ihrer Scheune, wenn's recht ist. Vielleicht finde ich ja selbst ein paar Dinge und die kann ich dann später aufladen. Na ja, ist gut. Vielleicht 200? Oder 50? Hast du dir einen Preis überlegt? Ich habe an 50 gedacht, Jan. Das wird er doch wohl wert sein, oder? Was hältst du von 20? Vielleicht hast du recht. 20. Und diese Würfel gibt's dazu. Ja. Na, das ist doch mal ein Angebot. Gut, lass uns ein Schild malen. Ah, hier bist du. Hallo, Emma. Was ist los mit dir? Du bist so traurig, seitdem Jan weggefahren ist. Ach, es ist nichts. Es geht um deinen Teddybären, oder? Du hättest ihn nicht zum Flohmarkt mitgeben müssen, wenn du es nicht gewollt hast. Ich weiß. Aber jetzt ist er weg. Und das war's. Nein, warte mal. Vielleicht können wir ihn zurückholen. Komm mit, wir reden mit Mama. Oh ja, wir holen ihn zurück. Ein Kunstwerk. Hoffen wir, dass es auch seinen Zweck erfüllt. Wir lassen es lieber noch ein bisschen trocknen. Dort können Sie es nicht stehen lassen. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, mein wundervolles Gut wäre zu verkaufen. Alles klar. Ich finde schon ein Plätzchen, wo es trocknen kann. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Also bis später. Warte, Jan. Ich komme mit dir. Oh, hallo. Was für ein entzückender Flohmarkt. Und so viele Angebote. Nicht zu glauben, dass dieses schicke Ding da draußen so billig ist. Ich nehme es. Wenn Sie meinen? Oh Mann, da wird sich Walter aber freuen. Es ist absolut fantastisch. Das ist doch nicht zu fassen, Stumpi. Kaum zu glauben, dass ich irgendjemand für Walters Schrottmühle begeistern kann. Hm? Oh, was ist hier los? Entschuldigung, könnten Sie mir erklären, was Sie da machen? Ich hab gerade diesen Traktor gekauft. Aber er spielt total verrückt. Sie haben meinen Traktor gekauft? Der kleine rote Traktor ist nicht zu verkaufen. Oh, eine Sekunde mal. Komm, beruhige dich, kleiner roter Traktor. Da liegt ein Missverständnis vor, fürchte ich. Tolle Neuigkeiten, Jan. Jemand hat meinen Wagen gekauft. Du hast doch wohl nicht das Verkaufsschild an den kleinen roten Traktor gelehnt. Nun, na ja, aber doch nur, damit es dort trocknet. Aber dieser arme Mann glaubt, er hätte den kleinen roten Traktor gekauft. Ich zittere immer noch am ganzen Leib. Sehen Sie es doch positiv. Sie haben ein echtes Schnäppchen gemacht. Sucht ihr vielleicht irgendwas Besonderes? Ein Teddybär. Eigentlich ist er ein Superbär. Wir haben ihn aus Versehen zum Flohmarkt mitgegeben. Ich habe gehofft, ihn wieder zurückzukriegen. Hier gibt's keinen Teddybär, fürchte ich. Den hat wohl schon jemand gekauft. Vielleicht finden wir hier ja irgendeinen anderen. Es gibt keinen Ersatz für meinen Superbären. Kann ich euch mit irgendetwas anderem eine Freude machen? Nein, danke. Ich gehe jetzt lieber nach Hause. Ist mir egal, was für ein Superschlitten das ist. Ich habe diesen Traktor gekauft. Aber diese Würfel gehören dazu. Oh, die sind wirklich entzückend. Ja, diese Würfel muss ich haben. Vergessen Sie den Wagen und den Traktor. Ich nehme die hier. Ah, Max, junger Mann. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ich fand, dass er ein bisschen einsam aussah. Also habe ich ihn für dich zurückgekauft. Oh, danke, Jan. Ich gebe Ihnen gern den Wagen zu den Würfeln dazu, hä? Nein, vielen Dank. Möchtest du mal was Besonderes, Jan?
Ich hab schon was Besonderes, danke, Walter. Und das hat mich überhaupt nichts gekostet. Morgen, Herr Junker. Bringen Sie das Heu ein? Genau. Es ist wunderbar trocken geworden bei diesem herrlichen Sonnenschein. Sie sollten sich beeilen. Es sieht aus, als würde es jeden Moment regnen. Ach, kein Problem. Das kriegt der große Blaue schon hin. Na dann, viel Glück. Guten Morgen, Nicola. Hallo, Jan. Hallo, ihr zwei. Was kann ich für euch tun? Voll tanken bitte, Walter. Bin schon dabei. Danke. Bis später. Ja, mach's gut. Oh, komm schon, großer Blauer. Was ist denn auf einmal mit dir los? Haben Sie ein Problem, Herr Junker? Oh, also das ist mir wirklich peinlich, Jan. Ich bekomme ihn um nichts auf der Welt mehr zum Laufen. Eben war noch alles bestens. Und jetzt? Und das passiert gerade heute, wenn ich das Heu vor dem Regen reinbringen will. Tja, und das wird sicher bald losgehen. Aber vielleicht können wir ja helfen. Wir holen den Hänger und bringen das Heu ein, während Sie sich um den großen Blauen kümmern. Wirklich? Das würden Sie tun? Oh, danke, Jan. Wir könnten Max und Emma fragen, ob sie uns bei der Heuernte helfen wollen. Hey, vorsichtig! Nicht schlecht, was? Was genau ist nicht schlecht, Stumpi? Na, meine gekonnte Notbremse, die war doch perfekt berechnet. Oh, wie kommst du zu dem riesigen Heuwagen? Sieht ja sehr originell aus. Dir gehört Herrn Junker. Der große Blaue hat schlapp gemacht. Jetzt bringen wir das Heu für ihn ein. Ich wollte gerade Max und Emma fragen, ob sie uns helfen. Sei bloß vorsichtig, Stumpi. Nur nicht übertreiben. Mach dir nur keine Sorgen um mich, Jan. Ich kenne sämtliche Macken von Flitzer. Wiedersehen! Sieh mal, da kommen Jan und der kleine rote Traktor. Hallo. Habt ihr zwei vielleicht Lust, mir bei der Heuernte zu helfen? Aber immer. Na, dann springt auf. Stumpfi, ich hab wirklich genug zu tun. Da müssen Sie mir nicht noch den Garten umpflügen. Ich hab nichts umgepflügt. Ich hab nur meine berühmte Notbremse vorgeführt. Ich hab gehört, Sie und der große Blaue könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und ich wollte Ihnen das anbieten. Tatsächlich? Verstehen Sie denn was von Traktoren? Nein. Heute ist einer von diesen Tagen. Also, ich weiß nicht. Gut, lasst uns diese Fuhre zum Gutshof bringen. Geben Sie mehr Gas. Ich habe versucht, mehr Gas zu geben. Ah, dann geben Sie weniger Gas. Das ist einfach sinnlos. Na, wie läuft's? Nichts läuft. Wenn ich nur wüsste, was ich tun könnte. Wissen Sie, ich glaube, das sollte sich Nicola mal ansehen. Tja, ich glaube, Sie haben recht. Okay, wir laden ab und dann holen wir Sie. Warum sind Sie nicht selbst darauf gekommen, Herr Junker? Da bin ich schon wieder, Walter. Wir brauchen dringend Nicolas Hilfe. Nicola? Die ist leider nicht da. Sie kommt erst später zurück. Kann ich vielleicht helfen? Der große Blaue fährt nicht mehr. Könntest du ihn dir mal ansehen? Ja, kein Problem. Ich hol nur meinen Werkzeugkasten, dann kann's losgehen. Vielen Dank, Walter. Was ist mit der Werkstatt? Ich häng das Geschlossenschild raus. Wird ja nicht so lange dauern. Nicola ist am Plätscherbach, also bin ich hergekommen. Sie haben wirklich einen sehr hübschen Werkzeugkasten. Danke sehr. Haben Sie den schon jemals benutzt? Tja, hin und wieder, hin und wieder. Da meine Hilfe hier nicht mehr nötig ist, kann ich mich bei der Heuernte nützlich machen. Ja, natürlich. Hören Sie, Walter, es wird doch hoffentlich nicht am Kraftmeyers Doppelschlag Kraftstoff-Einspritzer liegen, oder? Was meinen Sie? Oh, ich hoffe nicht. Was auch immer das ist. Das habt ihr gut gemacht. Nur weiter so. Ah, Stumpi will uns auch helfen. Das ist gut. Wir können jede Hand gebrauchen. Und alle Beine auch, wie ich sehe.
Und? Das bringt uns alles nicht weiter. Kein Wunder, wenn er die Hälfte vergisst. Walter? Ich glaube, das haben Sie vergessen. Das ist mein Frühstück. Oh nein, da sind Sie schon wieder und der große Blaue läuft immer noch nicht. Das ist so furchtbar peinlich. Ich mache mich lieber aus dem Staub. Alles in Ordnung? Leider nicht. Um ehrlich zu sein, ich bin völlig ratlos. Ich wette, Nikola wüsste, was zu tun ist. Stumpy, wir laden jetzt den Hänger ab und laden dann die letzte Fuhre Heu. Würdest du mal schauen, ob Nikola wieder da ist? Aber klar doch, Jan. Ich bin schon unterwegs. Nikola? Nikola! Hallo, Stumpy. Dem Himmel sei Dank, du bist zurück. Übst du deine neue Sportart oder sowas? Tja, sieht fast ein bisschen so aus. Hm? Hilf mir lieber raus aus dem Ding und dann mach dich schleunigst auf zum Gutshof. Dein Vater braucht dich da dringend. Wir haben's fast geschafft. Macht weiter. Den Rest kriegen wir auch noch ins Trockene, bevor es anfängt zu regnen. Tja, das war's wohl. Ich weiß nicht, was ich noch versuchen könnte. Da bin ich wieder. Oh, oh. Hey, hallo, Herr Junker. Hallo, Stumpy. Hallo, Paps. Na, wie geht's? Nicht gut, Nikola. Ich weiß einfach nicht, woran es bei ihm liegt. Darf ich mir's mal ansehen? Nur zu. Herr Junker? Herr Junker? Er ist hier unten. Ich habe mir gerade den Rasen angesehen. Wie es dem Gras geht. Es ist eine ganze Menge Gras hier. Ah, da sind Sie also. Wann haben Sie den großen Blauen zuletzt aufgetankt? Keine Ahnung. Ist lange her, glaube ich. Das habe ich mir doch gedacht. Sieht aus, als wäre kein Tropfen mehr im Tank. Darum ist er nicht angesprungen. Also, das glaube ich doch nicht. Kann man denn wirklich so dumm sein? Also gut. Starten Sie ihn. Ja! Danke, Nikola. Entschuldigung, das war ziemlich dämlich von mir. Das gilt aber auch für mich. Was soll's, Paps? Das ist jedem schon mal passiert. Dafür braucht der große Blaue ewig lange keine Inspektion mehr, so wie du ihn auseinandergenommen hast. Das ist richtig. Danke, Walter. Ich bin euch ganz schön auf die Nerven gegangen und hab euch heute eure Zeit gestohlen. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Fangen wir doch mal damit an, dass wir uns unterstellen. Also, Freunde, der große Blaue ist aufgetankt und wir genehmigen uns auch etwas. Danke sehr! Und das Heu ist trocken in der Scheune. Und dafür möchte ich euch allen herzlich danken. Aber besonders denen, die das alles ermöglicht haben. Jan und der kleine rote Traktor. Alles an einem Tag. Aber wir hatten viel Spaß, stimmt's, kleiner roter Traktor?